Philosophisch-Theologische Hochschule in Brixen. In der feierlichen Umgebung der Barockbibliothek wurde der neue universitätsübergreifende Masterstudiengang in Musikologie vorgestellt. Ab Herbst 2016 wird die Fakultät für Bildungswissenschaften diesen neuen Masterstudiengang anbieten. Italienweit gibt es nur 5 solcher Studiengänge. Auch da ist die Grenzüberschreitung ganz wichtig. Musik lebt davon, praktiziert zu werden. Musik ist eine Wissenschaft, aber gleichzeitig eine Kompetenz. Und wir als pädagogische Fakultät haben die Gelegenheit und haben den Auftrag, sowohl die wissenschaftliche Aufbereitung musikologisch voranzutreiben durch unsere Forschung, als auch die pädagogische Umsetzung und letztlich den Spaß am Musizieren nicht nur Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, sondern der Gesellschaft insgesamt. Das 2-jährige Studienprogramm ist gemäß der Ausrichtung der Freien Universität Bozen 3-sprachig angelegt: Deutsch, Italienisch und Englisch. Nach dem 1. gemeinsamen Jahr an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen können die Studenten zwischen dem Studienzweig Philologie der Musik in Trient und dem Studienzweig Musikvermittlung in Brixen wählen. Ich würde sagen, die Musik hat einen guten Stellenwert innerhalb der Fakultät, weil Musik einfach ein ganz tolles Vehikel ist für die Betroffenheit der musikalischen Kultur überhaupt, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Die können natürlich in mehreren Bereichen arbeiten, sei es in der Forschung, sei es in Institutionen, die Musik anbieten, also Festivals und dergleichen, aber auch in eben dieser Schnittstelle, wo Pädagogik und musikalische Aktivität zusammenkommen. Nicht zufällig ist die Barockbibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule für die Vorstellung des Studienganges ausgewählt worden. Mit ihren wertvollen musikalischen Manuskripten ist sie ein symbolträchtiger Ort. Das kommt aus Carnol, aus der alten Kirche von Carnol, und das aus Pustertal. Diese Handschriften bei der Mittelalterlichen haben verschiedene Musiknotationen, Neumennotationen in dem Fall und die sogenannte Hufnagelschriftnotation für die Pusterer Handschrift. Ziel des Studiengangs ist die erweiterte Forschung im Bereich der musikalischen Fächer. Lehr- und Forschungsgebiete sind Musikphilologie, kulturelle Anthropologie, Stilistik der modernen und zeitgenössischen Komposition und Musikvermittlung.